Heute stelle ich euch den kleinsten Hobby vor mit separatem Heckbad. Das ist der Hobby Deluxe 495 WFB. Mein Name ist Max von Camperland Bong und wie der jetzt aussieht, das seht ihr schon bei den Highlights. Viel Spaß damit! Das waren doch mal richtig tolle Aufnahmen. Vergesst an der Stelle nicht, unseren Kanal zu abonnieren und auch die Glocke zu drücken, damit ihr kein neues Video von uns verpasst. Und wir machen mal weiter mit den allgemeinen Fakten. Hobby Deluxe 495 WFB. Für was steht denn überhaupt diese Abkürzung WFB? Das W steht für den Heckwaschraum mit separater Dusche. Zeige ich euch gleich natürlich auch im Innenraum nochmal im Detail. Das F steht für das französische Bett. Und das B für die tolle Bugsitzgruppe. Und diese Bugsitzgruppe könnt ihr sogar noch zu einem Bett umbauen. Und auch das machen wir gleich einmal zusammen. Jetzt haben wir hier eine Gesamtlänge von 7,13 Meter, eine Aufbaulänge von 5,95 Meter, heißt ohne die Deichsel, und eine Breite von 2,30 Meter. Ja, und anhand dessen, da merkt ihr einfach schon, wir haben ein extrem reisefähiges Fahrzeug. Die Höhe, also vom tiefsten bis zum höchsten Punkt, das sind 2,63 Meter. Und das Umlaufmaß beträgt 9,71 Meter. Passt aber bitte auf, wenn ihr das Fahrzeug aufgelastet bestellt, dann kann es sein, dass sich das Umlaufmaß ändert. Also besser nochmal nachfragen oder selbst nachmessen. Und weil da schon so viele Zahlen waren, blenden wir wie immer die Gewichte an dieser Stelle einmal ein. Weil wir haben jetzt hier eine Masse im fahrbereiten Zustand von 1262 Kilo und beladen dürft ihr den serienmäßig bis 1500 Kilo. Das heißt für euch, ihr habt eine Zuladung von 238 Kilo. Das ist schon viel, aber ihr könnt sogar noch mehr haben. Ihr könnt dieses schicke Fahrzeug aufgelastet bestellen auf 1800 Kilo und dann kann wirklich alles mit. Die unverbindliche Preisempfehlung ab Werk liegt jetzt hier bei 28.370 Euro. Für ein individuelles Angebot findet ihr einmal unten in der Videobeschreibung unsere Kontaktdaten und wir machen jetzt mal weiter mit dem Exterieur. Kommt mit. Wir beginnen einmal hier vorne an der Anti-Stinger-Kupplung. Das ist die Knott KS25. Die ist natürlich serienmäßig mit dabei und die könnt ihr auch ganz einfach abschließen, wenn ihr möchtet. Und diesen Abschließmechanismus, das haben wir euch schon mal separat vorgestellt. Schaut da gerne mal in die Videobeschreibung rein. Das entsprechende Video haben wir für euch da nochmal verlinkt. Direkt dahinter sitzt das Stützrad mit integrierter Stützlastanzeige. Ja, und jetzt drehen wir uns doch mal um. Wir schauen zusammen in den großen Flaschenkasten rein. Und im Flaschenkasten habt ihr Platz für 2 11-Kilo Gasflaschen. Auf der linken Seite sitzt einmal der rollbare Abwassertank und wer möchte, der kann natürlich auch so ein Fahrzeug mit einer Duo Control ausstatten. Ein wirklich tolles System. Die Duo Control ermöglicht es euch, 2 Gasflaschen gleichzeitig anzuschließen und man darf die auch während der Fahrt angeschlossen haben. Wer noch mehr wissen will zu diesem System, der schaut auch gerne mal in die Videobeschreibung rein. Das entsprechende Video haben wir da nochmal für euch verlinkt. Wir schließen den Bereich. Wir bleiben trotzdem mal hier vorne, weil ihr könnt natürlich auch noch eure Fahrräder mitnehmen. Den Deichsel-Fahrradträger können wir für euch noch ganz einfach montieren und schon können die E-Bikes mitgenommen werden. Ja, und jetzt wandern wir mal weiter zur Vorzeltseite. Und ist das nicht eine wirklich schöne Optik? Wir haben auf dieser Vorzeltseite 3 Fenster serienmäßig integriert, die auch bereits schon getönt sind. Das heißt, man kann von außen nicht direkt reingucken, aber von innen natürlich wunderbar nach draußen. Und es fließt auch viel Tageslicht ein, was natürlich auch entscheidend ist, damit man einfach ein tolles Raumgefühl im Innenraum hat. Jetzt kommen wir mal zum Blech. Schaut mal, wir haben ein Hammerschlagblech. Ja, ein Hammerschlagblech hat ja 2 große Vorteile gegenüber einem Glattblech. Aufgrund dieser Struktur kann es nämlich dünner sein. Da habt ihr einen Gewichtsvorteil. Und wenn da mal ein Dällchen drin ist, fällt das auch nicht direkt auf, was natürlich auch ganz praktisch ist. Und jetzt tauchen wir auch mal direkt ein bisschen ab. Hier befindet sich nämlich einmal der Einfüllstutzen für unseren Frischwassertank. Den Frischwassertank schauen wir uns auch mal im Innenraum gleich nochmal im Detail an. Wir haben aber jetzt ein Fahrzeug mit einem separaten Heckbad, vor allem auch mit einer ganz tollen Dusche. Und wenn man die auch nutzen möchte, da ist mein Tipp. Holt euch noch den City-Wasseranschluss, der würde direkt hier neben sitzen. Und das ist eine Dauerwasserversorgung für den Wohnwagen und dann ist es richtig komfortabel. Und das können wir im Übrigen auch ganz einfach für euch noch nachrüsten. Auf Höhe der Achse angekommen befindet sich hier hinter einmal der große Kühlschrank. Und deswegen haben wir hier den Einlass und den Auslass. Und direkt unten drunter sehen wir auch einmal die Stahlfelge, die man noch optional auch als Leichtmetallfelge bestellen kann. Und wie die aussieht, das blenden wir euch jetzt mal ein.
Und ja, quasi so ein bisschen im hinteren Teil befindet sich ja das tolle französische Bett. Und unter dem französischen Bett haben wir Staufläche. Schaut euch das mal an. Da kann wirklich alles mit. Tische, Stühle, Kiste Wein, Kiste Bier, das Sportequipment. Ihr könnt es wunderbar von außen beladen, aber ihr habt sogar die Möglichkeit, von innen das Bett aufzustellen, so dass ihr auch von innen wunderbar an diese Hauptstofffläche einmal rankommen könnt. Ich mache das mal zu und wir wandern jetzt mal weiter Richtung Heckbereich. Und das Heck, das flasht mich jedes Mal aufs Neue. Es sieht richtig, richtig stimmig aus und vor allem nicht nur schick und stimmig, nein, ihr habt einen praktischen Vorteil. Hier ist so ein LED-Band drin und aufgrund dieses LED-Bands werdet ihr bei Schlechtwetterfahrten noch besser erkannt. Und damit wandern wir auch mal weiter zur vorzeltabgewandten Seite. Und wir haben ja einen tollen Heckwaschraum und dementsprechend haben wir hier die Klappe zur Toilettenkassette hin. Und wir ziehen jetzt auch mal zusammen die Kassette raus, weil wir haben hier eine Trolley-Funktion. Ihr müsst es nicht tragen. Ihr könnt es ganz angenehm hinter euch herrollen. Wir verstauen das, schieben das zurück und dann stellt sich ja für viele die Frage, wo nimmt jetzt die Toilette das Spülwasser her? Und hier ist es so, dass sie das aus dem Frischwassertank zieht. Das heißt, wir haben keinen separaten Spültank hier oben drüber. Und jetzt kommt gerne mal mit, wir wandern mal ein bisschen weiter. Hier befindet sich nämlich einmal der CEE-Eingang, also die Hauptstromversorgung von diesem schicken Fahrzeug. Und eine Sache haben wir auch noch und die ist vorne im Bugbereich. Ihr hört es vielleicht gleich so ein bisschen rauschen. Und zwar sitzt hier hinter einmal die Truma Kombi 4 Heizung. Ein wirklich tolles System mit integriertem Warmwasserboiler. Und das hier, das ist der Auslass von der Heizung quasi. Hier kommen die Abgase einmal raus. Ja, und jetzt gehen wir einmal rein in den Hobby Deluxe 495 WFB. Bevor wir jetzt zusammen reingehen, schauen wir uns doch mal die Tür an, weil die Tür hat eine gewisse Dicke. Einfach aus dem Grund, dass in diesem Bereich keine Kältebrücke entstehen soll. Und in der Tür haben wir auch noch clevere Fächer hier integriert. Einmal oben für euch, einmal hier unten. Ja, und Hundeliebhaber, die werden das richtig zu schätzen wissen. Hier haben wir noch mal einen kleinen Mülleimer. Und im Mülleimer gibt es auch noch mal ein Kehrblech. So, das kommt zurück. Ihr kommt gerne mal ein bisschen näher, weil eine Sache darf natürlich auch nicht fehlen. Vor allem bei schönen Wettertagen ist das Ganze essentiell. Wir haben eine vernünftige Fliegenschutztür serienmäßig schon mit dabei. Ich öffne jetzt mal die Tür und die Pforten dafür. Und ihr geht mal rein in den neuen Hobby Deluxe 495 WFB. Und ich muss euch ehrlicherweise sagen, das ist einer meiner Lieblingswohnwagen, weil er einfach so viel vereint. Und wir starten jetzt auch mal mit dem Farbdekor und schaut euch das mal an. Das sieht doch so richtig wohnlich aus. Wir haben hier oben einmal diese weiß-matten Töne, Akzente werden nochmal gesetzt durch diese Ausfräsungen. Und hier haben wir nochmal diesen Naturton drin. Und Akzente werden auch nochmal gesetzt durch diese anthrazitfarbenen Elemente, zum Beispiel hier im Tischbereich, aber auch im Küchenbereich. Dreht euch mal um, schaut euch das mal an. Es sieht einfach verdammt stimmig aus. Ja, und die Polsterkombination, die passt doch auch mal hervorragend hier in diesen Wohnwagen rein. Und zum Rest, es gibt optional auch noch ein anderes Polster. Und wie das aussieht, das blenden wir euch an dieser Stelle einmal ein. Ja, und wir tauchen jetzt mal ein in unsere Roomtour und beginnen auch hier vorne in dieser tollen Bugsitzgruppe und zwar oben bei den Hängeschränken. Wir spinksen da mal rein. Kommt gerne mal näher, weil hier haben wir wirklich Platz zum Beladen. Man kann hier vorne schon wirklich viel unterbringen. Ihr seht das auch schon, die sind schön tief, diese Fächer. Und unten drunter haben wir auch nochmal so eine offene Ablage. Und die könnt ihr auch während der Fahrt beladen, weil wir haben hier eine Lippe und nochmal so Trenner, dass es fixiert bleibt. Und jetzt achtet auch mal drauf, ich schließe mal die Klappe. Die schließt ein bisschen tiefer so, dass es auch nochmal dadurch zusätzlich gesichert ist. Auch das Fach machen wir mal für euch auf. Und Hobby hat ja einen ganz tollen Slogan. Gebaut fürs Leben. Und das sieht man auch schon an so Details. Schaut euch das mal an. Wir haben richtige Scharniere, die nochmal auf einem Aluprofil befestigt sind. Das Ganze hat nochmal eine Soft-Close-Funktion, so dass sie sauber und sanft schließen. Und das zeigt einfach, dass Hobby wirklich wertige Wohnwagen einmal baut. Und jetzt fläht sich mich mal hier in diese tolle Sitzgruppe rein, damit ihr euch das vor allem auch besser vorstellen könnt, wie viel Platz man hier drin hat. Und man kann hier wunderbar nicht nur alleine drin sitzen, nein, ihr könnt auch Freunde einladen oder mit einfach mehreren Personen verreisen, weil bis zu 5 Personen können hier Platz nehmen. Ihr könnt euch natürlich noch einen Hocker holen, den auf die Stirnseite setzen und schon hat man es so richtig gemütlich. Ja, und man kann jetzt hier zusammen essen, Karten spielen, aber
Man kann natürlich auch mal einen Schlechtwettertag im Wohnwagen verbringen. Und ich weiß, für viele von euch gehört bei einem Schlechtwettertag auch das Fernsehenschauen so ein bisschen mit dazu. Und deswegen haben wir einen ganz tollen Fernseherplatz und den zeigen wir euch jetzt mal. Der sitzt nämlich hinten einmal im Schlafbereich. Da sitzt der Gelenkhalter. Man kann also schon mal perfekt aus dem Bettbereich schauen. Aber ihr könnt ihn natürlich auch Richtung Sitzgruppe schwenken und schon kann man einfach mal einen tollen TV-Abend verbringen. Ja, und wenn dann der Abend doch ein bisschen länger wird und der Besuch möchte hier gerne schlafen oder vielleicht reisen ja noch die Kinder mit, dann kann man diese tolle Face-to-Face-Sitzgruppe auch noch zu einem Bett umbauen. Und diesen Umbau, den machen wir jetzt mal zusammen. Und dafür hebe ich den Tisch mal so kurz ein bisschen an, damit ich euch das besser zeigen kann. Weil hier sitzt einmal der Arm zur Arretierung. Den drehen wir einmal. Und jetzt kann ich den Tisch nach unten drücken. Wenn der Tisch unten ist, drehe ich das wieder zurück. Nimm hier hinten mal das Kissen weg. Und jetzt geht es auch relativ einfach. Wir ziehen nämlich das Sitzkissen einmal in die Mitte, legen das Rückenkissen um, machen das nochmal auf der anderen Seite. Und schon haben wir das Bett einmal umgebaut. Und das ist wirklich ein großes Bett. Und wie groß das ist, das blenden wir euch auch an dieser Stelle einmal ein. Ja, und da habe ich auch noch einen kleinen Tipp für euch. Holt euch noch einen Topper oder eine Rollmatratze, legt das einmal da drüber und schon spürt ihr auch hier nicht mehr die Ritzen und man schläft echt wunderbar da drauf. Jetzt kann man aber nicht nur hier dran sitzen oder schlafen. Ihr habt darunter auch noch Staufläche und zu dieser Staufläche kommen wir jetzt mal und wir beginnen mal auf der Türseite. Und da haben wir auch noch was versteckt für euch, nämlich den Frischwassertank. Das seht ihr nämlich jetzt auch. Ich mache die Klappe mal auf. Staufläche links und rechts davon. Und wir haben hier einmal den Frischwassertank mit 25 Liter. Optional könnt ihr natürlich auch einen größeren Frischwassertank wählen, dann mit 45 Liter. Und das ist einfach sinnvoll, bei einem Wohnwagen mit separatem Bad würde ich nimmer noch den City-Wasseranschluss entweder werkseitig mitbestellen oder wir rüsten das Ganze für euch nach, so dass ihr eine Dauerwasserversorgung für diesen tollen Wohnwagen einmal habt. Wir schließen den Bereich, machen das schon mal hier ordentlich. Zum Glück geht das sehr fix. Und springen jetzt mal gedanklich hier zur anderen Seite und öffnen auch hier mal die Klappe. Und da haben wir einmal die Truma Kombi Heizung verbaut. Ein kleines Wunder, was Heizung und Warmwasseraufbereitung in einem vereint. Und dadurch, dass das in einem Gerät ist, ist das vor allem energieeffizienter für euch. Ja, und dieses kleine Wunder, das steuert man über das CP Plus Modul. Und zu diesem CP Plus Modul kommen wir jetzt auch mal. Und das ist nämlich hier hinten einmal im Schlafbereich. Kommt gerne mal mit, hier im Durchgang. Hier befindet sich das einmal. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, ganz smart hier über dieses Bedienpanel einmal die Temperatur einzustellen. Wir können warm Wasser zuschalten und wir haben sogar eine Timer-Funktion. Wer noch mehr wissen will zu diesem schicken Panel, der schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Das entsprechende Video haben wir für euch da nochmal verlinkt. Und da kommen wir nochmal am Ende des Videos drauf zu. Wir haben ja auch Hobby Connect serienmäßig mit dabei. Und dann habt ihr auch die Möglichkeit, die Heizung über euer Handy zu steuern. Das zeige ich euch aber gleich nochmal. So, wir machen das nämlich erstmal ordentlich, damit das hier wieder schick ist. Machen den Tisch noch zum Schluss einmal nach oben. Ist ja wirklich nur ein Handgriff. Und dann ist die Sitzgruppe wieder eine Sitzgruppe. Und damit kommen wir auch mal hier zum Küchenbereich. Ich habe es eben schon mal erwähnt, der hebt sich ja farblich nochmal ab. Man setzt nochmal einen Kontrast in dieses Fahrzeug und das passt einfach wirklich hervorragend dazu. Hier oben haben wir nämlich nochmal für euch Beladungsmöglichkeiten. Teller, Tassen, Schüsseln kann man wunderbar unterbringen. Hier im mittleren Fach haben wir nochmal so ein Regalboden, den man in der Höhe verstellen kann. Und ich finde, das mittlere Fach, das eignet sich perfekt für eine Kaffeemaschine. Den Stromanschluss, den können wir natürlich noch für euch einmal nachrüsten. Ich mache die Kläppchen mal zu, auch das kommt runter und wir tauchen auch damit mal ein bisschen ab und kommen mal zu diesem Drei-Flammen-Kocher, der serienmäßig schon mit integriert ist und wir haben natürlich auch einen elektrischen Zünder mit dabei. Ihr braucht kein Feuerzeug, reindrücken und drehen und schon geht die Flamme an. Jetzt könnt ihr hier an allen drei Flammen gleichzeitig kochen und euch was Schönes zaubern. Und wenn man fertig ist mit dem Kochen, kann man diesen Bereich auch wirklich schnell wieder sauber machen. Und das zeige ich euch kurz. Ihr müsst nämlich nur das Rost rausnehmen, schnappt euch einen feuchten Lappen, wischt alles in eine Ecke und dann kann man es da einmal sauber entnehmen. Und wenn ihr dann mal den Abwasch machen wollt, dann könnt ihr das auch im Wohnwagen machen.
weil hier haben wir wirklich eine ganz große Spüle integriert. Ich mache mal die Glasabdeckung für euch auf. Schaut euch das mal an. Wir haben natürlich auch in dem Bereich Warm- und Kaltwasser serienmäßig integriert, so dass man hier auch wunderbar diesen Abwasch machen kann. Die Glasabdeckung, die kommt mal wieder runter. Dadurch haben wir auch automatisch wieder mehr Ablagefläche für euch. Und unter diesem Korpus befinden sich hier nochmal große Schubladen. Wir öffnen mal zusammen hier die oberste, weil hier haben wir einmal einen Besteckschubladeneinsatz serienmäßig natürlich mit dabei und sehr gut zugänglich die drei Absperrventile für unsere Gas-Endverbraucher. Wir springen es mal in die Schubladen darunter. Hier haben wir nämlich eine hohe Schublade, perfekt für Pfannen und für Töpfe. Beachtet da bitte immer nur, dass ihr das Ganze nicht über 10 Kilo beladet. Und ganz unten, schwupps, haben wir auch nochmal ein Fächlein. Ja, und jetzt hat Hobby natürlich mitgedacht. Und zwar haben wir hier auf der linken Seite noch einmal so einen kleinen Handtuchhalter, wo man auch mal das Küchenhandtuch wunderbar aufhängen kann. Und zu so einer tollen Küche gehört natürlich auch ein großer Kühlschrank. Und auch der ist hier einmal vorhanden. Schaut euch das mal an. Der neue Dometic-Kühlschrank mit wirklich viel Volumen. Und wie viel Volumen, das blenden wir euch an der Stelle einmal ein. Hierbei handelt es sich um einen Absorberkühlschrank. Das bedeutet, der kann über drei Energiearten laufen, über 230 Volt am Campingplatz, über 12 Volt während der Fahrt oder auch ganz autark über Gas. Und das Clevere ist sogar, ihr könnt ihn nicht nur von der Seite öffnen, ihr könnt auch einmal von der Seite das Ganze öffnen, da wir hier einmal einen Doppelanschlag haben. Unter dem Kühlschrank gibt es nochmal Staufläche, die man auch nochmal wunderbar nutzen kann. Man kann da vielleicht auch einen kleinen Schuhschrank reinmachen für euch. Finde ich auch immer ganz clever, dass man die dann vernünftig verstaut hat. Und damit kommen wir jetzt auch mal so ein bisschen hier in diesen Durchgangsbereich. Und wir beginnen mal hier mit dem Kleiderschrank. Kommt gerne mal näher, weil da kann man wunderbar Jacken, Blusen, Hemden unterbringen. Und Hobby nutzt natürlich auch den Platz, um da ein wenig die Bordelektronik zu verstecken. Wir haben nämlich hier einmal den Umwandler von 230 Volt auf 12 Volt, den Sicherungsautomat und ganz unten, das ist das Lichtsteuermodul von Hobby. Und dafür machen wir mal hier unten die Klappe auf, haben wir hier auch nochmal Staufläche. Also ihr merkt auch schon im Verlauf dieses Videos, Staufläche haben wir hier wirklich überall. Ganz clever für euch einmal untergebracht. Den Bereich machen wir zu. Ich stehe mal auf. Und jetzt drehen wir uns mal Richtung französischem Bett. Und auch in diesem französischen Bett beginnen wir einmal oben bei den Beladungsmöglichkeiten. Ich öffne mal fix für euch hier die Klappen, damit ihr euch das mal kurz anschauen könnt. Man kann auch hier schon mal jede Menge Sachen unterbringen. Und natürlich auch mit der Soft-Close-Funktion. Auf der Stirnseite haben wir auch noch mal zwei große Klappen und... ist detailverliebt, aber gefällt mir richtig gut. Hier, schaut euch das mal an. Es macht richtig was her, vor allem auch optisch. Wir haben hier nochmal einen Spiegel eingesetzt, so dass der Raum nochmal größer wirkt und man fühlt sich auch wirklich, als wäre man in einem wirklich großen Wohnwagen. Hier haben wir nochmal eine Ablagemöglichkeit und vor allem hier versteckt nochmal ein 230 Volt Anschluss, dass man auch mal die Smartphones in dem Bereich laden kann. Lampen dürfen natürlich auch nicht fehlen und damit das Ganze noch so ein bisschen wohnlicher wirkt, haben wir hier nochmal in so einer Lederapplikation einmal ja, das so ein bisschen verkleidet, damit man diesen gewissen Wohlfühleffekt einmal hat. Und jetzt tauchen wir mal ab. Wir kommen mal hier zu dem Bettchen. Und wie groß das Bett ist, das blenden wir euch an dieser Stelle einmal ein. Und jetzt haben wir hier auch eine Federkernmatratze integriert mit einer gewissen Dicke, so dass ihr wirklich einen tollen Schlafkomfort habt. Und dieser Schlafkomfort wird aber auch nochmal zusätzlich durch das Holzlattenrost einmal unterstützt. Und jetzt kann man sogar das ganz einfach nach oben heben. In der Position bleibt das einmal stehen, dank der Gasdruckdämpfer. Und schon kommt ihr auch aus dem Innenraum wunderbar an dieser Hauptstofffläche einmal ran. Ich mache das mal runter, setze mich mal hier aufs Bett und ihr kommt gerne mal ein bisschen näher, weil hier im Durchgangsbereich haben wir hier oben nochmal ein bisschen Platz, um was unterzubringen. Wir haben hier wie im ganzen Fahrzeug verteilt, wunderbar nochmal Fenster untergebracht, so dass viel Tageslicht einfließen kann. Ihr könnt im Übrigen alle Fenster auch aufschließen und alle Fenster haben auch ein Fliegen- und auch Verdunklungsplissee. Direkt darunter haben wir nochmal Ablagemöglichkeiten, auch nochmal gut unterteilt. Und arretiert sind die mit einem Magneten, so dass die für die Fahrt einmal perfekt befestigt sind. Und jetzt kommen wir zu meinem Highlight von diesem Wohnwagen. Und das befindet sich hier hinter. Und zwar haben wir das Heckbad.
Und ich öffne jetzt mal die Pforten für euch. Schaut euch das mal an. Das ist doch mal wirklich ein Traum von einem Badezimmer. In einem Wohnwagen ist es wirklich richtig stimmig gemacht. Und ich gehe jetzt mal durch. Ich will euch jetzt mal hier die Details zeigen. Und dafür gehe ich mal hier hinten durch in die Dusche. Ich stelle mich einfach mal rein, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Ich bin 1,88 groß, ich wiege 87 Kilo und ihr merkt auch schon, ich habe sogar noch eine Jacke an. Ich habe hier drin Platz, ich kann mich drin bewegen, ich kann mich auch bücken. Ich habe auch Platz hier für Lotions, die ich nochmal unterbringen kann. Und der Bereich ist auch nochmal toll ausgeleuchtet. Die Brause sitzt einmal hier auf der linken Seite und wir haben natürlich auch hier einen schönen Spritzschutz noch einmal integriert. So, das mache ich schon direkt wieder feste für die Fahrt. Und wenn ich jetzt hier drin geduscht habe, dann brauche ich natürlich auch einen guten Handtuchhalter. Der befindet sich hier einmal hier in dem Bereich. Drei Handtücher könnt ihr wunderbar aufhängen. Und dann kann man sich hier direkt schon trocken machen, wenn man dann hier wieder in diesen Bereich reinkommt. Ja, und in diesem Bereich haben wir auch viele Spiegel nochmal untergebracht. Aber dahinter haben wir vor allem auch nochmal Platz für eure Hygieneartikel. Und das geht ja hier einmal durch. Überall könnt ihr nochmal wunderbar die Sachen unterbringen. Und nochmal auf der anderen Seite haben wir auch diese Spiegelschränke, wo wir nochmal etwas platzieren können. Und aufgrund dieser vielen Spiegel wirkt dieser Raum einfach noch geräumiger. Und dann haben wir hier natürlich auch nochmal diesen schönen Farbkontrast, das Waschbecken integriert. Unten drunter nochmal eine Schublade oder gesagt eine große Klappe, wo man nochmal was beladen kann. Und ja, zu einem Bad gehört natürlich auch eine Toilette. Und hier haben wir einmal die Tedford-Toilette eingesetzt. Und wie das so mit der Toilette funktioniert, heißt Chemie, Reinigung, Tipps und Tricks. Das haben wir euch schon mal separat vorgestellt. Schaut auch da gerne mal in die Videobeschreibung rein. Das entsprechende Video haben wir da für euch noch einmal verlinkt. Und jetzt gehen wir mal nach vorne, weil ich habe es eben schon mal so ein bisschen angerissen. Hobby Connect. Hobby Connect ist serienmäßig in diesem Fahrzeug integriert. Und das ist wirklich ein tolles Modul. Wir können nämlich einmal hier vorne am Eingangsbereich einmal das Licht mit einem Knopfdruck ausmachen oder auch wieder anmachen. Wir können es auch unterschiedlich einstellen und ihr habt natürlich auch an jeder Stelle, wo es Sinn macht, einmal einen Lichtschalter platziert. Ihr könnt sehen, sofern ihr mitbestellt habt, wie voll eure Autarkbatterie ist, wie voll der Frischwassertank ist. Ihr könnt die elektrische Fußbodenerwärmung aktivieren, sofern ihr die mitbestellt habt. Und daher kommt ja dieser Name Hobby Connect, ihr könnt das Ganze mit eurem Handy verbinden. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Ich habe mich jetzt mal mit dem Handy verbunden und dann habt ihr die Möglichkeit, hier über das Handy auch das Licht aus- und wieder anzumachen. Ihr könnt sehen, wie voll ist euer Frischwassertank und auch richtig praktisch, ihr könnt darüber auch die Heizung steuern. Vor allem, wenn ihr dann schon im Bettchen liegt und merkt, Mensch, mir ist es zu kalt oder zu warm, ihr müsst nicht mehr aufstehen. Ihr könnt es ganz smart über euer Handy einmal machen. Ja, und jetzt kommen wir einmal zum Fazit von diesem Wohnwagen. Hobby Deluxe 495 WFB und dafür fleht sich mich nochmal in diese schöne Face-to-Face-Sitzgruppe rein. Und das ist ja mal ein wahrer Allrounder und vor allem mit einem kompakten Maß. Wir haben hier vorne im Bugbereich einmal eine tolle Face-to-Face-Sitzgruppe, die ihr nochmal zu einem Bett umbauen könnt. Das heißt, die Besucher oder die Kinder, die können noch mitgenommen werden. Und dadurch ist dieser Wohnwagen mit bis zu 4 Personen zu benutzen. Wir haben ein tolles französisches Bett. Und mein Highlight, das ist hinten einmal im Heckbereich. Wir haben ein tolles Bad, vor allem mit einer großen und komfortablen Dusche. Wer jetzt noch mehr wissen will zu diesem schicken Fahrzeug, der schreibt uns gerne an. Wir haben hier im Rheinland 3 Standorte in Kerpen, in Wesslingen und in Rheinbach. Wir beraten vor Ort, aber auch ganz bequem digital, wenn ihr nicht gerade aus der Ecke seid. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, euer Max.